Einen wertvollen und wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ich war gerade einkaufen, zumindest wollte ich das. Also irgendwie, ich habe das Gefühl, es ist Krieg ausgebrochen. Ne? Also es ist ja unglaublich, was im Supermarkt los ist. Irgendwie alle hamstern jetzt ihre Klamotten, ihre Vorräte und so weiter. Also unglaublich. Also ich bin echt fertig jetzt. Ich habe Nase voll gerade. Aber trotzdem ein kurzes Statement dazu. Ne? Also vor 3, 4 Jahren hat die Regierung mal empfohlen, sich Vorräte anzulegen, dass man für ein paar Tage oder auch 2, 3 Wochen klarkommen kann, ohne sich irgendwas besorgen zu müssen. Damals gab es keinen erkennbaren Grund und wahrscheinlich war das auch der Grund, warum das keiner gemacht hat. Aber an dem Wort Vorräte steckt das Wort vor drin. Also das sollte man machen vor einer möglichen Krise oder vor einer Drohnenpanik oder wie auch immer. Das gleiche wie mit Versicherungen, ne? Die muss man auch vorher abschließen, bevor irgendwas passiert ist. Altersvorsorge muss man betreiben, bevor man in Rente geht. Und wenn man das machen würde, ne? Also auch die Vorräte vorher anlegen, dann würde es jetzt keine leeren Supermarktregale geben, sondern dann hätte jeder das Notwendigste zu Hause und ja, man braucht diese hysterischen Einkaufsleute gar nicht. Also, lecko funny, jetzt muss ich erstmal ins Büro fahren, mich beruhigen. Das ist so der Ort des Friedens. Ja, ist ein bisschen dunkel hier, stehe im Parkhaus, blödes Licht, tut mir leid, aber das musste ich jetzt dringend loswerden und mit euch teilen. Also, Vorräte vorlegen macht Sinn, aber bevor irgendwas losgeht, jetzt braucht man das eigentlich auch nicht mehr machen. Na, ich wünsche euch eine gute Zeit und bis dahin alles Gute und Glück auf!